Verräter Kopfgeld. Die Nebenquest spielen wir jetzt. Udit. Udit, ein beliebter Offizier der Schattenkarcher, wurde von Hohepriester Bahavas zum Tode verurteilt. Es muss mehr dahinter stecken, als auf den ersten Blick scheint. Gibt es 7000 Erfahrungspunkte. Und hier müssen wir hin. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schattenkaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Wer ist denn jetzt los? Ich kenne das Gefühl. Die hat noch ein bisschen Mundgymnastik gemacht. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schattenkaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Ja, wer bist du? Geht los. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Warum Uthid helft? Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Der Grünsteig? Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich helfe Uthid, wenn ich kann. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Ja. Es geht wieder los. Nebenquest startet. Wir sollen uns zu den 3 toten Bäumen begeben, wo auch immer das ist. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Da hinten. Da haben wir Gott sei Dank gleich einen Schnellreisepunkt. Da machen wir das mal kurz einen Prozess. Ich werde jetzt nochmal gleich das Outfit wechseln, weil wir mussten ja jetzt das Schatten-Karcher-Outfit jetzt ja anziehen, damit wir überhaupt dahinter kommen. Jetzt sind wir ja wieder weg von der Sache. Da würde ich jetzt mich wieder umziehen schnell. Schaut mal kurz weg. Nein. So, zack. Oh, hier sind ein paar Gegner. Die haben mich aber noch nicht so richtig bemerkt. Und es kann weitergehen. Tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Ah ja, jetzt sehe ich die auch. 1, 2, 3. Den einen hat es richtig erwischt. Der ist ja schon fast kein Baum mehr. So, folgen wir mal den Spuren. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Wir sind ja hier schon seit der ersten Stunde die perfekte Spurenleserin. Also meistens immer mal ja, mit dem Gerät schauen und dann auf R1 Spuren verfolgen drücken. Und schon sieht man diese dauerhaft, ohne das Gerät zu benutzen. Hier gibt es einen Stein. Den können wir mal wieder aufnehmen. Wir hatten ja in der letzten Folge ein paar Steinprobleme. Aber gut, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben fast gar nicht geholfen. Ich hatte das Gefühl, die Maschinen haben sich überhaupt nicht für meine Steine interessiert. Jetzt wird geklettert. Ja. Ich glaube, da müssen wir erstmal hier hoch. Genau. Und hier sieht man natürlich auch schon wieder die Steine, die schon so ein bisschen abgegriffen sind. Da muss man also lang.
Hier geht's weiter. Okay, jetzt war ja nee, ich glaube hier lang. Oh hier. Boah. Das ist ein Kampf. Aber eigentlich sind das ja meist relativ einfache Wege, aber man kann natürlich versuchen, das abzukürzen hier und so weiter, aber es ist dann schon schwierig. Da stürzt man meistens schon ab hier. So, jetzt sind wir oben. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei der Spitze. Noch nicht ganz. Hier war bloß meine Markierung. Doch, wir sind jetzt bei der Spitze, weil wir haben jetzt so ein Untersuchungsgebiet. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob wir hier was finden. Hier nochmal eine Spur markieren. Hier geht's weiter. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Da liegt eine Flasche rum. Ach, jetzt hier. Ah, untersuchen. Ach. Vor allem, da war ich da schon hinten unten. Da redet die was von Essensreste. Und ich dachte jetzt, die wären da unten, weil er jetzt irgendwie das Proviant rumgeschleudert. Hier. Er muss weitergegangen sein. Oh. Ich muss ihn einholen. Es ist halt immer so ein bisschen in Horizon das Problem halt, ne? Man untersucht die ganze Zeit mit den Dingen hier und denkt, oh, jetzt kann ich alles analysieren. Und dann muss man eigentlich vom Gerät weggehen und dann eine Interaktionstaste drücken. Dann funktioniert es oder dann kommt man erst weiter. Das hatte ich schon, oh, das hatte ich schon so oft und ich lerne das aber auch nicht. Hallo Ivo und hallo Ventru, untersuche die Essensreste im Zelt. Gucken wir die Augen. Ach so. Ja, das ist es halt. Also Ventru, du hast halt recht. Man muss halt mit den Augen schauen. Nicht mit den Zeug hier. Aber na gut. Jetzt habe ich bestimmt die Spuren wieder deselektiert. Aber naja. Die können wir ja das jederzeit wieder selektieren. Ja. Jetzt kommen wir weiter. Alles Nützliche wurde entfernt. Mhm. Ein Bastler. Er hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Da sind schon ein paar Grauhabichte. Oh, Glitzerhabichte. Auf der Suche nach Essbar. Können wir die nicht einfach ignorieren, oder? Ja, und schon geht der große Kampf los wieder. Ich glaube, wir müssen schon was kämpfen. Wir werden dazu genötigt. Anderen Vogel. Der ist des Untergangs schon geweiht. Aber oh, der noch nie. Oh, die treffe ich gar nicht hier. Ja, so kann man sich ein paar Feuerpfeile auch sparen, ne? Eigentlich zwei, drei Pfeile schießen, dann müsste man eigentlich schon hingehen und den kritischen Schaden machen. Ich mach's mal wieder gar nicht. So, also hier scheint wieder irgendwas zu sein. Der Questmarker flippt jetzt völlig aus. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ein Wagen. So, der Questmarker, ich glaube, der ist nicht ganz sauber mehr. Irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich jetzt das Untersuchungsgebiet, deswegen geht das hier so ab.
So, jetzt gehen wir mal den Weg jetzt. Uthid hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthids Vorrat. Wir merken, er ist Sammler aus Leidenschaft. Aber schlecht schießen kann er, oder? Oder ist das ein Warnschuss? Der nächste ist ein Treffer. Okay. Uthid? So, Junge und Kopfgeldjäger. Oder ich bin alt geworden. Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthid. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Ha, ist ein Trick. Ich tot, zack. Nein. Das finde ich auch geil, ne? Wenn dann die bösen Wichte meistens in den Serien und Co. da nochmal so ihren ganzen Plan erzählen und aber dann doch nicht gewinnen, weil irgendwas Zufälliges passiert, weil die so lange den Plan erzählt haben. Ich mach das nicht. Wir reden gleich mit Uthid. Keine Tricks, nur reden. Na gut, rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Bahavas? Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Die Sonnenkaja. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthid, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Die Schattenkaja? Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Aber wie das klingt, ne? Itamen! Itamen! Oh, wir brauchen Hilfe. Da kommt Itamen. Ja, Gott sei Dank, Itamen. Zeit zu gehen. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killer. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Helft mir, ihr Schwachköpfe. Und jetzt geht der Schießbudenfiguren-Gedönse los hier. Wir machen auch mal mit. Jetzt habe ich dich.
Angriff fortsetzen. Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Wurde gerade so getroppt hier. Bleibt doch mal stehen. Mein Gott, ich kann doch nicht schießen, wenn ihr euch so bewegt. Der knallt sich ja selber weg, glaube ich. Ja, schön im Bauch rein. Das ist auch schmerzhaft wahrscheinlich. Ui. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ganz. Ich verteidige meine Position. Da kommt der Nächste, der hier Harakiri machen will. Ja, komm, nein. Bleib doch stehen. Der will mit Sicherheit nur Nahkampf machen. Böser Bube. Das kommt davon. Ich brauche meine Ruhe. Für den perfekten Schuss. Angriff, wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen. Wow, 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 wow. Oh je. Jetzt wird es langsam doch echt brenzlig hier. Da kommt der Nächste. Ich hasse diese blöden Präzisionspfeile. Jetzt mach ich die blöden normalen Pfeile. Das reicht jetzt hier. Die sind mir zu langsam einfach. Oh, natürlich habe ich jetzt erstmal keine Muni mehr hier. Ah. Das geht doch schon viel schneller hier. Dieses lange Aufziehen mit dem Bogen hier, das bringt doch eh nichts hier. Es kommt schon Schneesturm. Die können aber auch gut schießen. Ich wünschte, ich könnte. Nicht die letzten. Komm mit. Ich habe noch vorhin. So. Position wurde erstmal verteidigt. Wir sind heil nochmal entkommen. Aber schon viel Schaden bekommen. Oh, jetzt geht's weiter. Ich glaube nach oben. Die gute alte Räuberleiter. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Steck schnell ein, was du kannst. Okay, was haben wir denn hier? Heilendes Zeug, das ist gut. Vorratskiste voller Gedöns. Einmal Zeug zum Herstellen, das ist sehr gut. Das werden wir jetzt auch gleich nutzen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier nochmal so ein Bossgegner kommt. Oh, was denn jetzt? Ich wollte noch das Zeug einsammeln. Schnell einsammeln, 10 Sekunden, ich zähle runter. Das wäre fair gewesen. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Das ist ein ganz schön schwerer Hut, oder? Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Barbas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Ja, die Todessehnsucht lässt nach. So. Ja, Todi, Manni, bitte bevor meinen Pfeil hinstellen. Wir wollen alle, dass wir leben. Außer die dort. Die wollen sterben. Da kommt schon wieder einer mit einer Fackel hier. Da ist er. Da will er runter. Und er kommt sogar hier, ja. Weiß nicht, was er damit jetzt machen will eigentlich. Ach so, das war eine Keule. Eine brennende Keule. Oh. Oh. Ja, also die. Es gibt ja auf jeden Fall mal ab und zu ein paar Nahkämpfer. Vorsicht! Links! Links? Ja. Da hat doch jemand schon mal eine geile Waffe, oder? Aber leider kann man die nicht nehmen. Schaut euch das mal an, ey. Ich mache jetzt hier Sperrangriff und der blockt hier fast alles ab. Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott, sie kommen. Du auch noch, ne? Du bist da auch noch mal ein Kopfschuss. Wow, wow, wow.
Schwede. Die kommen hier in Gruppen, in Scharen. Muss man hier irgendwie das Seil hier kaputt machen oder was geht ab? Da kommt der nächste schon hier. Seht ihr das? Zack. Während des Sturzes gestorben. Zack. Ich glaube, wir haben nur noch einen Kandidaten. Der ist da oben. Mal gucken, ob er noch überleben wird. Die Chancen stehen schlecht. Präzisionsfrei wurde ausgerüstet und zack. Gestorben. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Nö. Geh alleine. Du, ich habe schon wegen dir echt schon viel Leben verloren hier. Erstmal klauen alles, was geht. Metallscherben brauchen wir ja irgendwann mal. So, jetzt kann ich endlich mal meine... Du wirst mir sicher noch nützlich sein. ...meine Kräuter abholen. Er hat mich ja leider unterbrochen beim Präparieren des großen Kampfes. Gleich kommt Eaterman angeflogen und rettet Aloy, schreibt Ventru. Wer ist Eaterman? Ey, sag mal, Stefan, kennst du keinen Eaterman? 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 Tja, ich glaube, du warst auch noch nicht so rechtzeitig hier drin gewesen, ne? Achso, wir sollen jetzt folgen. Achso, und da sollen wir jetzt eine Interaktion machen. Sonst können wir hier nicht folgen. Wir müssen eine Räuberleiter machen. Ja, bitte. Aber bitte saubere Schuhe hier. Meine Hände oder Aloys Hände sind bestimmt nicht mehr schön warm und weich. Rau und kalt. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Der Stefan kennt also noch nicht den Eaterman. Na, da müssen wir den mal, wenn wir nochmal die Gelegenheit haben, mal zeigen. Eaterman ist der wahre König hier in Horizon Zero Dawn. Eaterman. So, wo ist denn der jetzt hier lang gegangen? Achso, das ist hier Eis hier, hä? Ja, gleich nicht mehr. Darüber, dann haben wir ihn. Ich glaube, der ist schon über alle Berge bei den sieben Zwergen. Ich glaube nicht, dass wir den noch einholen können. Obwohl, der ist so doof und steht noch. Um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Also die drei Hanseln, die sollen jetzt den, die sollen jetzt uns den Arsch versohlen, ja? Okay. Na gut, Planänderung. So, okay. Der hat einen Totenkopf drüber. Was heißt denn das? Das ist ja ganz schön stark, ist, ne? Vor allem, hat er nicht gesagt, lass die Klingen sprechen und was machen die? Die tun doch hier mit Böller hier rumschießen. Was die können, kann ich auch. Hier, bitte. Böllerzeit. Wer will noch einen in den Arm? Ja. Kein Problem. Jeder kriegt, was er verdient hat. So, und diese drei Hansel, damit hat er sich irgendwie geil gefühlt und hat gesagt, ja, mach die mal tot, ne? Das ist ja jetzt nur eine leichte Beute. Aber natürlich ist der jetzt abgehauen, ne? Oder? Obwohl, da oben steht er ja. Also rein theoretischerweise könnte ich jetzt einen Kopfschuss machen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Oh, 220 steht da. War das jetzt richtig? Also ich habe schon 220 gemacht, aber er hat jetzt ganz viele Pfeile an seinem Bauch und irgendwo am Arm auch noch. Nein, wir können ihn nicht töten. Wir müssen erstmal hochklettern. Ei, wenn er jetzt klug wäre und wir klettern hoch, könnte der uns auch schnell abmurksen. Du kennst das Spiel. Bitte saubere Schuhe. Dankeschön. So. Entweder kämpfen die jetzt gegeneinander, ja. Jetzt kommt bestimmt der Speer von hinten. Nein?
Der bleibt wirklich jetzt die ganze Zeit stehen? Was auch immer ihr die angeboten hat. Ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Und schon geht die Fragerunde weiter. Nasadi und Itomen! Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itomen. Itomen! Ach, das wurde wieder mal ein geiler Witz hier. Warum Nasadi und Itomen helfen? Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itomen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Ich würde Itamen nicht unterstützen. Er tarnt sich nur als Kind und so und ist völlig hilflos und tralala. Aber er hat's faustdick hinter den Ohren, denn es ist Itamen. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Bahavas? Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste? Sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Wie kann ich Itamen helfen? Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Ich hätte gerne so eine Superfähigkeit. Das war die Nebenquest Verräter Kopfgeld. Wo ich den Itamen holen kann. Da kommt er zu mir gefliegt. Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Und dann hilft er mir aus der Patsche. Gar keine. Ich wollte nur höflich sein.